So, Christi Himmelfahrt und ihr seid hier. Da muss man sich schon fragen, was habt ihr falsch gemacht? Ja, ich habe es heute gesehen. Ich habe einfach nur mal, weil ich gerne Schäbiges sehe, habe ich so ein bisschen aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, guck mal da, da ziehen sie los, ne? In den Himmel wollen sie, in der Hölle werden sie wach. Aber mein Mitleid hat sich in Grenzen gehalten. Nein, ich bin ja froh, dass ihr heute hier seid zu dieser Premiere. Und ihr fragt euch natürlich, Kerl, was machen wir denn heute? Und ich sage euch was. Wir machen heute auch einen Ausflug. Ja, wir werden jetzt gemeinsam einen Ausflug unternehmen in das, was man heutzutage so schön das Weg nennt. Wir werden jetzt gemeinsam gucken, was ist dieses Weg überhaupt? Wo ist das Weg? Und vor allen Dingen, wo ist der Weg zum Weg? Ja, das ist doch verrückt, oder? Dass in der deutschen Sprache Weg und Weg genau die gleichen Buchstaben hat. Da kann man schon mal so ein bisschen bekloppt dran werden. Und darum tut es Not, auf diesen Tatbestand mal so ein bisschen eine Lupe drauf zu halten und sich das genauer anzugucken. Also eins können wir auf jeden Fall feststellen, das Weg, das ist was, wo sie heutzutage irgendwie alle hinwollen. Ja, seitdem der H.P. Kerkeling damals dieses Buch auf den Markt geschmissen hat, diesen Bestseller, ich bin dann mal weg, da ist ein unglaublicher Sog entstanden, ja. Da wollten sie alle mal eben weg sein. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wo sind sie denn dann, wenn sie weg sind? Also unter uns, dann sind sie erstmal einfach nur nicht zu Hause, oder? Aber da, wo sie hingefahren sind, da sind sie dann. Also sind sie nicht weg, da sind sie nur woanders. Ja, diese Heerscharen von Pilgern, ja, die sich dann auf den Jakobsweg begeben haben, um sich oder den Sinn oder den Unsinn des Lebens zu suchen und damit den Spaniern so richtig das Leben zur Hölle gemacht haben, ja. Ja, die waren doch nicht weg, die waren in Spanien. Das ist doch Augenwischerei, das ist Selbstbetrug. Das erinnert mich immer so ein bisschen so an Kinder, wenn die beim Verstecken spielen einfach die Augen zumachen. Ich bin nicht da, mich kann keiner sehen. Aber bitte, wir sind doch alle keine Bladen mehr, oder? Nein, ich glaube, wir dürfen als erstes mal festhalten, dass dieses Weg, wo sie sich alle so sehnsuchtsvoll hinträumen, dass das nichts weiter ist als eine riesige Utopie.